Wo ist Brick Tamland? Oh, wisst ihr das noch gar nicht? Nein, was ist passiert? Brick ist tot. Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is Brick ist vor einem Jahr auf hoher See verschollen. Oh. Er dachte, er hat einen Vogel gesehen, ist rausgeschwommen und wollte ihn streicheln. Er ist nie wiedergekommen. Wir alle haben Brick geliebt. Auch wenn er nie eine Telefonnummer hatte oder eine Adresse oder eine Sozialversicherungsnummer. In den 6 Jahren, in denen er beim Sender war, hat er nie sein Gehalt abgehoben. So war unser Brick. Dennoch ein einfühlsamer Mann. Er hat mir erzählt, er will seine Organe der Wissenschaft spenden. Und das bereits vor seinem Tod. Damit er sehen kann, wo sie hinkommen. Ja. Wir werden uns lange an ihn erinnern und ihn schmerzlich vermissen. Danke, Hochwürden. Nein. Ich glaub's nicht. Oh. Brick war ein toller Mann. Wirklich? Ich werde ihn unheimlich vermissen. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich seinen Mörder finde. Was? Wie das denn? Es fällt mir schwer zu glauben, dass er gestorben ist. Ist er ja auch nicht. Ich hab das Gefühl, ich hab ihn gestern noch gesehen. Das hast du wahrscheinlich auch, direkt vorm Spiegel. Als ich die Nachricht erhalten habe, konnte ich es zuerst überhaupt nicht glauben. Keiner von uns kann's glauben. Wieso? Wieso? Wieso hast du ihn uns einfach weggenommen? Du stehst doch ganz offensichtlich vor uns, Brick. Oh, verflucht seist du! Brick! Brick ist tot! Nein, Brick ist am Leben! Brick ist tot! Seht ihn euch an! Er ist nicht tot! Er ist nicht tot! Brick, du bist nicht tot! Du bist Brick! Brick, das bist du! Er ist tot! Nein! Du bist Brick! Fass dich mal an! Ich bin Brick! Du bist Brick! Ich bin am Leben! Ja! Natürlich! Natürlich bist du das! Oh, Himmel noch! Oh, man würde ihm gern eine verpassen! Gern eine verpassen! Erinnert ihr euch noch an unsere Osterreise nach San Francisco? Wir waren so blau, wir haben Brick in eine Kühlbox gesteckt und ihn dann von der Golden Gate Bridge geworfen. Und ich hab mir das Kreuz gebrochen. Ja. Wie war das nochmal, als ihr gewettet habt, ob Champ den Bierkrug mit Waschmittel austrinkt? Er hat's schneller getrunken, als du sagen konntest, du's nicht, dann könntest du ja auch gleich Gift trinken. Oh, hallo. Ich lag 6 Monate im Koma und die haben gesagt, wegen der neurologischen Schäden werde ich auf keinen Fall älter als 55. Oh. Dann hast du ja noch 3 Jahre vor dir, mein Freund. Du wirst draufgehen. Hey, wisst ihr noch, als ich mal ganz allein war und dann diesen Traum hatte? Von dem Orangenbaum. Aber statt Orangen hingen da nur Babys dran. Warte. Und da war es ein Babybaum. Oh, Brick, wie sollen wir das denn bitte wissen? Es war dein Traum. Keine Ahnung. Alles klar. Ist doch ein und dasselbe. Ich meine, es ist ein interessanter Traum, aber... Oh ja, oder wisst ihr noch damals, als ich geboren wurde? Da kam ich aus der Vagina. Und ich hab geschrien, oh, hier komm ich. Hier komm ich, Mom. Wie sollen wir das wissen, Brick? Wir waren nicht dabei. Wir erzählen hier Geschichten, die das ganze Team früher erlebt hat. Ron, ich kann nicht aufhören zu lachen. Steck ihm Bleistift in den Mund. Ist schon okay. Na bitte. Ist gut, es geht schon wieder. Mann, das fühlt sich einfach richtig an. Das Nachrichtenteam ist wieder da. Ron, Brian, Brick, ich und sogar Baxter. Der alte Mann ist so klein und voller Haare. Hey Ron, wer fährt eigentlich? Ist schon okay, ich habe den Tempomat eingeschaltet. Wer möchte ein paar Fritten, ne? Das Beste, was ich hier gemacht habe, war eine Fritteuse in das Wohnmobil einzubauen. Ron, wieso hast du diese Tasche mit Bowlingkugeln und dieses Terrarium voller Skorpione? Boah, das ist eine lange, verrückte Geschichte. Hey Ron, so ein Tempomat regelt nur die Geschwindigkeit. Der kann nicht lenken. Wie bitte? Sam is so scared.
Körper. Das gibt ja mal eine affengeile Geschichte.